Bevor wir starten mit unserem Talk, würden wir gerne auch noch eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in unserem Talk um sexualisierte und digitale Gewalt. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wenn man davon betroffen ist, man sich an Hate Aid wenden kann. Dort gibt es eine zielgruppenspezifische Auflistung von Beratungsstellen und Kontaktmöglichkeiten für Hilfsangebote. Sollte während des Vortrages aber ein akuter Notfall auftreten, steht auch die Telefonseelsorge zur Verfügung. Ich poste beide Angebote nochmal im Chat, sodass sie auch nach dieser Slide noch zur Verfügung stehen. Genau, und dann mache ich einmal weiter und führe so ein bisschen darin ein, was wir heute vorhaben. Zunächst einmal stellt Paula das Thema sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, um die es heute hauptsächlich auch gehen soll, inhaltlich im digitalen Raum der Hochschulen vor allem vor. Und danach werde ich auf die rechtlichen Grundlagen eingehen. Also wie sind Studierende eigentlich rechtlich geschützt vor sexualisierter, aber auch anderer Gewalt und Diskriminierung an Hochschulen. Im Endeffekt werde ich auch auf Rechte und Pflichten, die aus dieser gesetzlichen Lage hervorgehen, eingehen und dann auf Forderungen, die Paula und ich gemeinsam erarbeitet haben. Die werden wir gemeinsam vorstellen und möchten am Ende dann noch mit Ihnen und euch in den Austausch kommen, um ja zum einen Feedback einzuholen, Ideen und Erfahrungen von Ihnen und euch, aber auch eben nochmal zu reflektieren, worüber wir heute gesprochen haben. Vielen Dank. Genau, ich möchte starten mit einer kurzen Definition von sexualisierter digitaler Gewalt. Sexualisierte digitale Gewalt bezeichnet verschiedene Formen von geschlechtsspezifischen Grenzverletzungen, die sich technischer Hilfsmittel und digitaler Medien, also Handys, Apps, Internetanwendungen, Mails etc. bedienen und/oder Gewalt, die im digitalen Raum, zum Beispiel auf Online-Portalen oder sozialen Plattformen, stattfindet. Digitale Gewalt funktioniert nicht getrennt von analoger Gewalt. Sie stellt meist eine Ergänzung oder Verstärkung von Gewaltverhältnissen und Dynamiken dar. Was bedeutet das für die Hochschulen? Wir wissen alle, dass sexualisierte Gewalt auch an Hochschulen stattfindet. Ein großer Teil von Studierenden hat bereits Grenzverletzungen in verschiedenen Kontexten durch verschiedene Statusgruppen an Hochschulen erlebt. Die Zahlen sind leider enorm. Durch die Zunahme der Digitalität an Hochschulen kommt es aber auch dazu, dass natürlich glücklicherweise auch eine verstärkte Vernetzung zwischen Studierenden, Lehrenden und administrativ-technischen Mitarbeitern möglich ist. Diese Vernetzung geht aber natürlich auch mit Risiken einher. Durch die zunehmende Digitalisierung haben laut des Gleichstellungsbüros der Universität Freiburg die Form der digitalen Gewalt an Hochschulen zugenommen. Nur als paar kleine Beispiele, Formen digitaler Gewalt, die möglich sind, sind Cyberstalking, Manipulation von Bildmaterial, nicht einvernehmliches Erstellen und Versenden von Bildmaterial oder Diffamierung. Das Problem an Hochschulen ist, dass vor allem trotz dieser Vernetzung die Verantwortlichkeit von dem digitalen Raum an Hochschulen nicht ganz geklärt ist, worauf wir aber noch im kommenden Abschnitt weiter drauf eingehen werden. Genau, sich bei sexualisierter Gewalt im digitalen Raum der Hochschule sich zu wehren, ist gar nicht so einfach. Wir möchten die Problemstellung ganz kurz erläutern. Durch die konstante Verfügbarkeit, durch die Online-Vernetzung fällt es Betroffenen oftmals schwer, sich bei Grenzverletzungen zu entziehen. Das bedeutet, dass wir natürlich durch E-Mails, durch WhatsApp-Gruppen, durch Lernplattformen immer mal wieder Meldungen bekommen. Okay, ich sehe gerade, es gibt Tonprobleme. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
Wenn es gar nicht mehr geht, bitte ich um ein kurzes Zeichen, dann würde ich vielleicht während einer Sprechpause noch mal kurz rausgehen und noch mal reinkommen. Genau, durch unsere konstante Verfügbarkeit über Geräte, Plattformen und Tools ist es natürlich schwieriger, sich Grenzverletzungen und Übergriffen zu entziehen. Gleichzeitig ist das Verantwortungsbewusstsein für den digitalen Raum nicht ganz geklärt. WhatsApp-Gruppen, die im Rahmen von Seminaren beispielsweise gegründet werden von Studierenden und es dort zu Grenzverletzungen kommt, bei wem liegt letztendlich die Verantwortung? Bei der dozierenden Person, die das nicht initiiert hat, oder bei den Studierenden selbst? Dafür bräuchte es klare Regelungen. Außerdem gibt es an vielen Universitäten ein mangelndes Angebot von Ansprechpersonen im Bereich Antidiskriminierung, was nochmal einen großen Unterschied zu dem Bereich Gleichstellungsbeauftragten darstellt. Außerdem gibt es nur wenig Schulungen für digitale Übergriffe und Handlungsmöglichkeiten. Die Frage auch, welchen rechtlichen Schutz es eigentlich für Studierende gibt, ist bei vielen Personen und Betroffenen nicht ganz geklärt. Darauf möchte aber Lea im folgenden Abschnitt kurz eingehen. Genau, für Paula vielleicht auch nochmal die Gelegenheit zu gucken, was mit dem Mikro los ist, dass wir das noch gelöst bekommen. Paula hatte ja gerade schon angesprochen, dass analoge Gewalt und digitale Gewalt sich ergänzen und im schlimmsten Fall sogar gegenseitig verstärken können. Und deswegen möchten wir jetzt auch, vor allem weil digitale Gewalt noch nicht gut genug erforscht ist, um sich wirklich rechtlich niedergeschlagen zu haben, auf die rechtlichen Grundlagen für Diskriminierungs- und Gewaltschutz an Hochschulen im Allgemeinen eingehen. Ich lese einfach mal den folgenden Satz vor. Die Hochschulen stellen für ihre Mitglieder ein diskriminierungsfreies Studium bzw. eine diskriminierungsfreie berufliche oder wissenschaftliche Tätigkeit sicher. Ich glaube, das ist ein Satz, über den wir uns alle verständigen können und wo wir sagen können, das ist uns eigentlich wichtig, dass Hochschulen dies gewährleisten. Ist doch super, wenn sowas im Gesetz steht. Die Sache ist die, das steht halt eben nicht im Gesetz, sondern das steht in einigen Hochschulgesetzen, zum Beispiel hier im hamburgischen Hochschulgesetz. Und was nämlich tatsächlich AGG, was für den Schutz gegenüber Gewalt und Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch generell im Zivilrecht, also unter BürgerInnen untereinander zuständig ist, steht, ist Folgendes. Es dehnt sich nämlich auf Beschäftigung und Beruf aus, auch auf Alltagsgeschäfte, auf Transaktionen wie zum Beispiel Vermietungen, in der Wohnungssuche, Versicherungs- und Bankgeschäfte. Worauf es sich nicht erstreckt, sind Hochschulen im Sinne von Studierende an Hochschulen. Und das empfinden wir als großes Problem. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Juristin. Ich habe ein Semester Jura im Nebenfach studiert und bin jetzt aber Philosophin. Bedeutet, die rechtlichen Grundlagen sind nicht unser Expertisengebiet. Wir versuchen das ja aber auch so niedrigschwellig wie möglich darzustellen und haben uns eingehend damit beschäftigt, was sind eigentlich die aktuellen rechtlichen Grundlagen, um darüber sprechen zu können. Die rechtlichen Grundlagen, die das AGG eben vorgibt, sind, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber auch von anderen Formen von Diskriminierung und Gewalt bestimmte Rechte haben. Und zwar ein Recht auf Beschwerde. Das bedeutet, es gibt auch eine Pflicht für die Arbeitgebenden zum Einrichten einer zuständigen Beschwerdestelle. Es gibt ein Recht auf Niederlegung der Arbeit zum Selbstschutz, ohne dass dabei irgendwelche Nachteile für die Betroffenen entstehen. Für Studierende könnte das bedeuten, wenn sie sich derzeit in einer Situation befinden, in der sie sich nicht sicher fühlen, eine bestimmte Vorlesung zu besuchen, weil zum Beispiel Diskriminierung oder Gewalt von dem entsprechenden Dozenten oder der Dozentin ausgegangen ist, können Sie sagen, wir möchten hier gerade nicht mehr teilnehmen, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen könnten in Ihrem Studium. Das ist aktuell nicht so. Wenn Studierende angestellt wären an der Uni, hätten sie diese Möglichkeit, weil dann eben das AGG greifen würde. Außerdem sieht das AGG ein Maßregelungsverbot vor. Das bedeutet, dass sich beschwerende Personen und aber auch mögliche ZeugInnen geschützt werden. Und das gilt allerdings ohne den Schutz des AGGs eben nicht bei Beschwerden von Studierenden. Hier gibt es keine Pflicht dazu, dass ihre Beschwerde anonym behandelt wird.
Dementsprechend gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Pflichten der ArbeitgeberInnen, die durch das AGG geregelt werden. Das sind zum Beispiel, wie eben schon gesagt, die Pflicht zur Einrichtung einer Beschwerdestelle, aber auch die Pflicht zur Ergreifung vorsorglicher Maßnahmen, dass eben Diskriminierungsfälle aktiv, präventiv verhindert werden sollen. Eine Aufklärungspflicht über die Unzulässigkeit von Belästigungen und Diskriminierungen und eine Pflicht zur Ergreifung von Maßnahmen zur Unterbindung. Hier stehen jetzt auch sehr viele Paragraphen, einfach nur, um das Ganze mal mit dem AGG auch rechtlich zu unterfüttern. Worauf wir aber vor allem eben hinweisen möchten, ist die Problemstellung, die sich aktuell daraus ergibt. Denn es geht auch anders. Aktuell zum Beispiel im Hamburgischen Hochschulgesetz in der Fassung von 2019 oder auch im aktuellen Schleswig-Holsteinischen Hochschulgesetz ist das AGG in das Landeshochschulgesetz übernommen worden, über Paragraphen wie zum Beispiel diesen. Hier wird gesagt, dass entsprechende Absätze und Paragraphen des AGG für Mitglieder und Angehörige der Hochschulen, die keine Beschäftigten sind, entsprechend gelten. Bedeutet, es ist egal, ob ich als Studentin auch gleichzeitig als Hilfskraft eingestellt bin, denn wenn ich das bin, bin ich ja durch das AGG geschützt. Ich kann einfach studieren und muss mich nicht darauf verlassen, dass meine Hochschule das schon irgendwie regelt, sondern es ist rechtlich abgesichert. Das beinhaltet dann eben auch die Verpflichtung zur Einrichtung einer Beschwerdestelle im Sinne des AGG für Mitarbeitende und Studierende. Die Problemstellung ist eben, dass aktuell Studierende nicht unter das AGG fallen. Und Studierende sind unserer Meinung nach nicht nur die größte, sondern auch die verletzlichste Gruppe an Hochschulen. Hochschulen sind weiterhin geprägt durch hierarchische Strukturen und Machtmissbrauch dieser Strukturen. Das bedeutet, ich kann als Studentin einfach Pech haben und mich an einer Hochschule befinden, an der ich Betroffene von Gewalt oder Diskriminierung werde und an einer Hochschule bin, die eben keine entsprechenden Schutzmaßnahmen ergriffen hat, die keine entsprechende Beschwerdestelle eingerichtet hat. Und dann habe ich noch nicht mal die rechtlichen Möglichkeiten, auf so etwas zu bestehen. Gleichzeitig besteht halt eben, wie Paula eben schon angesprochen hat, die Beobachtung, dass digitale Grenzüberschreitungen, aber ebenso analoge Gewalt zugenommen haben und diese dann ergänzen. Es gibt aktuell nur Verpflichtungen in den meisten Hochschulgesetzen für eine Gleichstellungskommission oder einen Gleichstellungsauftrag der Hochschule. Das ist nicht das Gleiche. Das bedeutet, diese Problematik wird aktuell von Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich behandelt, von Hochschule zu Hochschule komplett unterschiedlich behandelt. Und was noch dazu kommt, ist, dass in vielen Gleichstellungskommissionen eben auch Lehrende sitzen, also fachlich Lehrende, die eventuell die KollegInnen von potenziellen TäterInnen sind. Das bedeutet, wenn ein solcher Gewalt- oder Diskriminierungsfall vorliegt, kann es eben sein, dass dort Interessenskonflikte vorliegen und Studierende sich nicht sicher fühlen, mit der Gleichstellungskommission in Kontakt zu treten. Es gibt aktuell nur an wenigen Universitäten wirklich ausgebildete, unabhängige Anlaufstellen für Studis und diese sind rechtlich nicht überall verankert. Deswegen haben wir uns überlegt, es darf nicht sein, dass es davon abhängig ist, an welcher Hochschule ich studiere, wie gut ich gegen Diskriminierung und Gewalt im Hochschulkontext geschützt bin. Wir haben Forderungen formuliert und möchten die jetzt auch gerne mit Ihnen und euch diskutieren. Was wir vor allem möchten, ist die Schaffung von unabhängigen, hauptamtlichen Stellen im Bereich Antidiskriminierung, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt mit geschulten Mitarbeitenden. Aber auch kostenlos und anonyme rechtliche Beratung und Unterstützung von Studierenden in Fällen digitaler Gewalt. Wir wollen Rechtssicherheit für Formen digitaler, aber auch anderweitiger sexualisierter Gewalt und anderen Diskriminierungsformen im Strafrecht und im Hochschulrecht. Allgemeine und verständliche Informationsmöglichkeiten für Studierende, die von Diskriminierung, Gewalt und Grenzüberschreitungen betroffen sind. Wir fordern den Ausbau der Forschung zu digitaler sexualisierter Gewalt. Und wir möchten Sensibilität für Problemstellung und Übernahme von Verantwortung, vor allem im digitalen Bereich der Hochschulen, durch Dozierende und Hochschulleitung. Wir würden jetzt in die Austauschrunde starten und dich, Tina, bitten, die Aufnahme hiermit zu stoppen.